Hallihallo und herzlich willkommen hier in Schnubbis Playground zu einem neuen Video zu World of Warcraft. Und zwar so ein kleiner Nachtrag zu meinen beiden Invasionsvideos, denn ich habe jetzt meinen ersten Charakter auf Stufe 100 gelevelt damit. Mein Krieger Stufe 100, man sieht hier noch gesamte Spielzeit 22 Stunden, 23 Minuten, 15 Sekunden. Spielzeit auf dieser Minute, auf diesem Level 7 Minuten, so rum. Muss dazu aber sagen, dass es weitaus weniger hätte sein können, da ich den Krieger schon auf Level 65 hatte, glaube ich, bevor die Invasion überhaupt angefangen haben. Also habe ich davor schon eine ganze Weile damit gelevelt. Und was ich aber in diesem Video jetzt zeigen möchte, ist einfach, ja, was habe ich denn mit den ganzen Kisten gemacht beim Leveln? Nämlich gar nichts. Also ich habe viele geöffnet, weil ich beim Leveln einiges an Equip brauchte. Aber die meisten, wie man sieht, habe ich aufgehoben. Und die wollen wir jetzt zusammen öffnen. Ich habe mir hier schon, das ist der Account-Ring, einen Ring gekauft von den Nesersplittern hier. Hätte ich jetzt immer noch 94, also ein bisschen was könnte ich davon theoretisch noch kaufen. Dann habe ich mir einen Umhang gekauft, eine Halskette und ein Trinket, weil man eben diese Items nicht in den Truhen finden kann. Ich habe halt trotzdem gerne auf 700 schon haben wollte. Dazu kommt jetzt natürlich noch das andere Trinket. So, das können wir auch schon mal direkt mit reinpacken. So, und dann wird geöffnet. Bin mal gespannt, was alles so kommt. Denn, obwohl ich diese Truhen hier alle unter Level 100 bekommen habe, ist jetzt natürlich hier Level 100 Loot drinne, weil der Loot sich eben danach richtet, weil man sie öffnet und nicht, weil man sie bekommen hat. Muss ich hier ein bisschen ordnen. So. Und da haben wir auch schon das erste, die Teile können nämlich kriegsgeschmiedet sein. Das heißt, ihr könnt durch diese Truhen hier Item Level 720 erreichen. So, das Ding halte ich schon an. Und da haben wir wieder das kriegsgeschmiedetes. Startnoten 710. Wo ist war das eben? Naja. Ich weiß nicht, ob die Dinge auch Titan geschmiedet sein können. Das hatte ich bisher noch nie. Aber ich gehe einfach mal nicht davon aus. So, welche Slots brauche ich noch? Ich brauche noch Hose. Und das war's auch schon. Ja, und Waffen natürlich noch. Ah. Wie auf Stichwort Hose. Kriegsgeschmiedete Handgelenke. Sehr schön. Ach, Handgelenke hatte ich ja noch gebraucht. Ja, machen wir das Ganze jetzt mal ein bisschen schneller, da ich den Rest ja schon habe. Die Stats sind, glaube ich, übrigens immer gleich, also braucht man da gar nicht groß auf achten. Sehr schöne Waffe haben wir jetzt auch schon. Die können wir dann auch noch aufwerten. Wenn wir eben diese Splitter hier haben. Pro Splitter Aufwertung um 5 Punkte. Geht dann halt bis 725 hoch. Die sind alle normal. Und dann hauen wir uns das Inventar hier mit Gold voll, denn die ganzen Items bringen natürlich auch einiges an Gold mit sich. Was man beim Leveln dann jetzt nicht mitgenommen hat, aber das kann man ja dafür jetzt machen. Und theoretisch kann man ja einfach so durchklicken, durchspammen, einfach alles, da man ja sowieso eine Meldung bekommt, wenn hier was kriegsgeschmiedet ist. Tada! Und noch eine Waffe, sehr schön. Haben wir eine zweite Waffe, dann können wir nämlich auch für Death-Skillung noch was nehmen. Pop, vielleicht kriegen wir noch ein Schild oder sowas. Ich weiß gar nicht, ob es Schilde gibt, aber Einhandwaffen gibt es auf jeden Fall. Da haben wir schon mal eine Einhandaxt. Sieht aus wie ein Kolben, aber ne, dachte, das ist die Axt. Okay, ein paar Truhen haben wir noch, da muss ich kurz verkaufen. Die Hose ist kriegsgeschmiedet. So. Bum, 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 bum.
Und da haben wir noch eine Axt. Theoretisch können wir jetzt auch Einhand Fury machen, aber das wurde ja rausgepatcht. Schade, schade. So, dann geht's verkaufen. Einen davon brauche ich noch. Auch was man hier natürlich schön sieht in dem Video, man bekommt nicht so sehr viele kriegsgeschmiedete Items, wenn man bedenkt, wie viele Sachen ich jetzt geöffnet habe gerade. Aber dafür ist man halt sehr schnell equipped. So, und den ganzen Kram hier noch weghauen. Das Ding behalte ich jetzt. So, wir haben jetzt ein Item-Level von 699 bei Plate auf diesem Level 14 Minuten. Das kann sich doch sehen lassen. Was fehlt jetzt eigentlich noch? 700, 700, 710. Waffen haben wir zwei Stück. Trinkets. Ach so, ja, stimmt, den Ring. Den zweiten Ring gibt es leider nicht über die Invasion, weil die Ringe hier einzigartig anlegbar sind. Bänder des Eindringlings. Das heißt, selbst wenn es zwei Bänder gibt oder zwei verschiedene Ringe zu kaufen gibt, kann man nur einen davon tragen. Das ist natürlich ein bisschen schlecht, aber 699 kann sich trotzdem sehen lassen. Wir haben ja auch noch einiges an Truhen. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen was Kriegsgeschmiedetes. Aber ich glaube, Schildhand-Sachen gibt es nicht. Also es gibt zumindest bei den Castern keine Schildhände. Dementsprechend, ja. Ach, hatte ich schon Kriegsgeschmiedet, okay. Die Brust hatte ich 720, genau. Schuhe. Sehr schön, 720er Schuhe. Das ist doch mal geil. Da levelt man hier auf dem einfachsten Wege und kriegt noch 720 Equip geschenkt, wenn man Level 100 ist. Auch noch mehr. Ach, schade. Hatte ich schon 710? So, das dürfte es jetzt gewesen sein. Ja, tanken geht halt noch nicht, wenn ich noch kein Schild habe. Da kann man ja auch das Account-Schild noch erstmal nehmen für den Anfang. Ansonsten 710 Equip oder 701 Equip. Und jede Menge Waffen, jede Menge Loot und hier noch 6 von den kondensierten Teufelsenergien. Das heißt, da kann man auch schon mal mindestens eine Waffe komplett aufwerten, wobei ich habe ja die schon einmal aufgewertet, also 7 Stück. Und so, verkaufe ich hier noch schnell zu Ende. Ich hoffe, ich habe nichts Falsches verkauft jetzt, aber egal. Ich mache es jetzt aber mal einen Schnelldurchlauf. Equip ist ja bald eh nicht mehr wichtig. Und dann haben wir noch eingenommen in dieser Sitzung 2200 Gold fast. Jetzt haben wir 2200 Gold. Das war so mein kleines Video, das so ein bisschen das Leveln mit den Invasionen abschließt. Bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.